Hallo, schön, dass du wieder da bist und noch mehr zum Thema Häufigkeiten berechnen erfahren möchtest. Mein Name ist Nina und ich werde dich auch in diesem Video beim Lernen unterstützen. In diesem Video wirst du folgende Dinge selbstständig berechnen. Wir berechnen die absolute Häufigkeit. Wir werden die relative Häufigkeit berechnen. Und zu guter Letzt die Berechnung der prozentuellen Häufigkeit. Damit du bei dem Video mitmachen kannst, brauchst du einen Zettel und einen Stift. Hol sie bitte schnell, damit wirklich alles bereit liegt und wir starten können. Drücke kurz auf Pause, falls du noch nicht alles bereit hast, und wenn du zurück bist, wieder auf Play. Bevor wir aber mit dem Rechnen wirklich loslegen können, wiederholen wir noch einmal die wichtigsten Begriffe. Kannst du dich noch erinnern, was genau die absolute Häufigkeit war? Pausiere kurz das Video und notiere deine Gedanken. Also die absolute Häufigkeit gibt die exakte Anzahl von Objekten mit einem bestimmten Merkmal an. Und, was haben wir noch heraus? Die absolute Häufigkeit kann meist durch Abzählen bestimmt werden. Super! Weißt du auch noch, was genau die relative Häufigkeit ist? Wie berechnen wir diese? Ich pausiere das Video wieder kurz und schreibe dir auf, was du alles über die relative Häufigkeit noch weißt. Die relative Häufigkeit gibt das Verhältnis von der absoluten Häufigkeit zu der gesamten Anzahl an. Und wie berechnen wir die relative Häufigkeit nochmal? Die relative Häufigkeit berechnen wir mit der absoluten Häufigkeit dividiert durch die Grundgesamtheit. Abgekürzt haben wir das letzte Mal gesagt, ist die relative Häufigkeit mit RH und die absolute Häufigkeit mit klein a und groß H. Zu guter Letzt wiederholen wir noch einmal, was die prozentuelle Häufigkeit ist. Weißt du noch, was das ist und wie sich diese berechnen lässt? Drücke wieder auf Pause und wenn du alles aufgeschrieben hast, drücke wieder auf Play. Also die prozentuelle Häufigkeit bezeichnet die relative Häufigkeit in Prozent ausgedrückt. Berechnen lässt sich die prozentuelle Häufigkeit, indem man die relative Häufigkeit berechnet und mal 100 rechnet, also multipliziert mit 100. Das haben wir alles im letzten Video schon gelernt. Wenn du dir bei manchen Dingen nicht mehr ganz sicher warst oder dein Wissen nochmal auffrischen möchtest, schau dir mein erstes und mein zweites Video nochmal an. Dann wird dir das Ausrechnen der Häufigkeiten sicher ganz leicht fallen. Wenn du noch alles weißt, dann ist unser Wissen ja perfekt aufgefrischt und wir legen auch schon los. In unseren Aufgaben machen wir einen kleinen Ausflug in einen Spielzeugladen. Wir sehen, in dem Spielzeugladen gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Es gibt Teddybären, Springseile, Autos und Bälle. Und in unserer ersten Aufgabenstellung geht es darum, berechne die absolute Häufigkeit der Kuscheltiere, Bälle, Autos und Springseile. Also wie häufig kommen die vor, wie viele sind im Spielzeugladen enthalten. Also versuch selbst zu lösen, drücke dann wieder auf Play und vergleiche deine Lösungen mit meinen. Super, du bist wieder zurück und hoffentlich hattest du keine Probleme beim Lösen der Aufgabe. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich starte mal mit den Kuscheltieren. Also die absolute Häufigkeit der Kuscheltiere, das ist in Klammern das K, beträgt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die absolute Häufigkeit der Bälle ist in unserem Fall 3. Die absolute Häufigkeit der Autos beträgt 4. Und zu guter Letzt noch die absolute Häufigkeit der Springseile, bezeichnen wir mit S, beträgt 2. Super, also die absoluten Häufigkeiten
haben wir in diesem Fall berechnet. Die nächste Aufgabenstellung. Als nächstes wollen wir die relativen Häufigkeiten berechnen. Also berechne die relativen Häufigkeiten der Kuscheltiere, Bälle, Autos und Springseile. Drücke wieder auf Pause und berechne diese relativen Häufigkeiten. Und wenn du fertig bist, drücke bitte auf Play und wir vergleichen wieder unsere Lösungen. So, du bist wieder zurück, super. Was brauchen wir, um die relative Häufigkeit zu berechnen? Unsere absoluten Häufigkeiten haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch wissen, ganz wichtig, die Grundgesamtheit. Ich schreibe mir die da daneben. Die Grundgesamtheit erhalten wir durch Abzählen. Und die Grundgesamtheit beträgt 15. Also 15 Spielsachen sind in unserem Spielzeugladen enthalten. Und jetzt wollen wir berechnen, ich lege es mal auf die Seite, die relative Häufigkeit der Kuscheltiere. Berechnen wir also die absolute Häufigkeit dividiert durch die Grundgesamtheit, also 6 dividiert durch 15. Und wir erhalten 0,4. Die relative Häufigkeit der Bälle ist wieder die absolute Häufigkeit dividiert durch die Grundgesamtheit und wir erhalten 0,20. Die relative Häufigkeit der Autos erhalten wir wieder 4 dividiert durch die Grundgesamtheit, also 15, und erhalten es 0,26 periodisch und ich runde auf 0,27. Und die relative Häufigkeit der Springseile haben wir noch. Das sind 2 durch 15 und auch in diesem Fall 0,13 periodisch. Wir runden wieder auf 0,13. Und schon haben wir die relativen Häufigkeiten erhalten. Also 0,4, 0,20, 0,27 und 0,13. Super! Ich hoffe, du hattest da auch noch keine Probleme bei der Berechnung. Und wir befassen uns jetzt noch mit der letzten Aufgabenstellung. Und zwar berechne die prozentuellen Häufigkeiten der Kuscheltiere, Bälle, Autos und Springseile. Auch dazu wieder. Versuche die Aufgabe alleine zu lösen, pausiere das Video und wenn du fertig bist, drücke wieder auf Play. So, um die prozentualen Häufigkeiten zu berechnen, müssen wir ja nur die relativen Häufigkeiten mit 100 multiplizieren. Also wir brauchen unsere relativen Häufigkeiten, die sind wichtig und können dadurch die prozentualen Häufigkeiten bestimmen. Also prozentuelle Häufigkeit der Kuscheltiere erhalten wir, indem wir die relative Häufigkeit mal 100 rechnen, also 0,40 mal 100 und erhalten 40%. Die prozentuelle Häufigkeit der Bälle, selbes Spiel, wir multiplizieren die relative Häufigkeit mit 100 und erhalten 20%. Die prozentuelle Häufigkeit der Autos, 0, unsere gerundete Zahl, 27 mal 100 und erhalten 27%. Und zu guter Letzt noch die prozentuelle Häufigkeit der Springseile, 0,13 mal 100 und erhalten 13%. Und haben alle Häufigkeiten berechnet. Ich hoffe, du hattest keine Probleme mit. Wenn du irgendwo noch Probleme hattest, kannst du dir gerne das Video nochmal anschauen oder, um dein Wissen aufzufrischen, die vorherigen Videos. In meinem nächsten Video werden wir unser Wissen noch vertiefen.
Ich freue mich schon auf dich. Bis bald.